Und jetzt ist also Sportextra zu Gast in Cheboksary in der Russischen Republik. Wie heißt es nochmal? Tschuwaschien. Sehen Sie, man muss immer noch ein bisschen üben. Wir sind also bei der Leichtathletik-Europameisterschaft der Mannschaften. Zum sechsten Mal wird sie ausgetragen hier in Cheboksary an der Wolga. Und wir wollen natürlich Ihnen zeigen, was hier los ist am zweiten Tag. Es ist ein ganz spannender Wettkampf. Gestern schon zwischen dem Titelverteidiger Deutschland und den Gastgebern, dem russischen Team. 40 Wettbewerbe sind es insgesamt, heute nochmal 19. Also richtig spannend. Wir schauen mal zunächst noch zurück auf gestern. Und das tut für uns Eike Schulz. Er berichtet aus der Höhle des Löwen. Passend dazu sind die Deutschen in Lauerstellung. Ob sie über Leichtathletik diskutieren? Wir glauben eher nicht. Mitten in Russland an der Wolga liegt Cheboksary mit seinem Olympiastadion. Obwohl hier ansonsten nur russische Meisterschaften stattfinden. Jetzt ist die Team-EM da. Das erste Mal. Nicht zur Freude aller. 12 Mannschaften kämpfen um einen einzigen Titel. Und diesmal polarisiert dieser Wettbewerb wie kaum zuvor. Eine Veranstaltung in so eine Ecke von Russland zu vergeben, wo die Zuschauer eigentlich nur ihre Russen anfeuern, das kannst du dann irgendwann sparen. Ne? Ich bin überglücklich. Ich kann es kaum fassen, dass ich wirklich jetzt schon so früh die 75 geknackt habe und das auch noch aus verkürzten Anlauf. Also eigentlich habe ich 4 Schritte mehr. Dann müssen wir ein Podest einlegen und dann... Nee, ist wirklich, der ist drin. Was war passiert? Die letzte Wechselmarke der Deutschen soll überlaufen worden sein. Ein russischer Kampfrichter disqualifizierte das deutsche Quartett. Ich sehe nur, dass Robin hinten noch abstoppt. Das kann ich jetzt erstmal nicht bewerten. Jetzt sieht man es gerade. Nee, der geht. Der zählt. Der zählt. Der ist drin. Er hat den Stab. Der Stab muss im Raum sein. Also von daher. Der Protest der Deutschen hat Erfolg und ist wichtig für die gesamte Mannschaft. Die gute Einzelergebnisse und 4 Einzelsiege feiert. Anstatt 14 Punkte Rückstand hat der Titelverteidiger aus Deutschland hinter dem führenden Gastgeber aus Russland am Ende des ersten Tages nur 5. Dank auch dem Weltmeister Stoll. 21,20 Meter hoch überlegen. Fast einen Meter weiter als der zweitplatzierte Olympiasieger Tomasz Majewski. Aber Stoll ist durch die Regel von nur maximal 4 Stößen nicht erfreut. 12 Punkte fürs Team ist erstmal alles, was zählt. Sehe ich das richtig? Ja, also mehr war auch nicht zu erwarten hier bei der Veranstaltung. Also noch langweiliger darf es nicht mehr an viele Athleten. Irgendwann lässt er den vierten Versuch einmal weg. Das war echt eine Phase. Dagegen völlig andere Gefühlswelten bei Silke Spiegelburg. Sie überrascht alle, die ewige Vierte bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und sie schafft es, sie schafft es. 4,75 Meter. Sieg, WM-Norm, ein toller Tag in Russland. Die Team-EM polarisiert. Ob Sie das auch mitbekommen haben? Wir glauben eher nicht. Aber spannend wird es heute allemal im Olympiastadion, das gar keines ist. Aber wir hoffen natürlich, dass wir noch weitere olympiawürdige Leistungen sehen an diesem zweiten und entscheidenden Tag. Wir schauen jetzt nochmal auf den Zusammenschnitt bzw. auf den Gesamtstand der Punkte. Und da sehen wir also, dass nach dem ersten Wettkampftag gestern nach 21 Wettbewerben Russland geführt hat mit 5 Punkten Vorsprung vor Deutschland. Und dann noch einmal 5,5 zu den Franzosen. Also alles ganz eng zusammen. Die Polen haben einen starken zweiten Tag, die Engländer, die Briten und Nordiren auch gut im Rennen und unten bahnt sich ein skandinavisches Drama an, denn die letzten 3 steigen ab. Das waren gestern Schweden, Finnland und Norwegen. So, das ist also der Stand der Dinge und wir hoffen, dass die deutschen Athleten noch richtig was schaffen. Wir haben natürlich noch viele Wettbewerbe schon gesehen seit 14 Uhr ihrer Zeit. Das wird auch eine große Aufgabe für Rolf-Dieter Poschmann und Peter Leisel, das in einem Zug zusammenzufassen. Und wir wollen noch schauen, was vielleicht auch zu der Prognose passt, die wir ausgerechnet haben für Sie nach den Bestleistungen, die die Athletinnen und Athleten geschafft haben in diesem Jahr. Und dort sehen wir also, dass es durchaus wieder zu einem ganz, ganz engen Kampf werden kann zwischen den Deutschen und den Russen. Das wäre kein Wunder. Jetzt aber geht's los. Wolf-Dieter Poschmann und Peter Leisel, bitte. Ja, und das Duell dieser beiden Mannschaften, es wird verkörpert über 3000 Meter durch Richard Ringer und Jegor Nikolajew. Der Russe setzt sich eingangs der Schlussrunde an die Spitze. Ein bis dato verbummeltes Rennen, ein Spaziergang eigentlich, aber jetzt eine ganz schnelle letzte Runde. Und der Deutsche, der Überraschungssieger vor einem Jahr in Braunschweig, ist weiter gereift. Er kann auch schnelle letzte 400 Meter laufen. Heftet sich an die Fersen des Russen. Richard Ringer vom Bodensee. Der Betriebswirt,
der seine Saisonbestleistung auf 7,46 gesteigert hat. Jetzt setzt er an, geht vorbei, noch auf der Gegengeraden. Wie vor einem Jahr in Braunschweig, damals unerwartet, scheint ihm hier keiner folgen zu können. Nicht Nikolajew, der Russe, nicht der Spanier Alaïs. An dritter Stelle, jetzt kommt es drauf an, wird der Russe noch überholt. Das ist ein weiterer Platz, das ist ein weiterer Punkt. Und da kommt auch noch der Brite Andy Burchard. Aber Richard Ringer mit einer ganz starken Vorstellung gewinnt dieses Rennen. Die Zeit ist absolut nebensächlich. Nach den ersten 1000 Metern in 3:13 werden es noch immerhin 8:34 für ihn, der wieder einmal gezeigt hat, dass er im Kampf Mann gegen Mann, zumindest im europäischen Maßstab, bestehen kann. Nur Platz 4 für Russland. Deutschland rückt näher ran. Der Abstand wird geringer durch Ringer. Kleines Wortspiel, das ad hoc kam eben. Hier der Spanier. Ja, diese Mittelstreckenläufer, die waren es auch vor einem Jahr, die überraschend viele Punkte geholt haben. Für die deutsche Mannschaft früher ein Schwachpunkt, aber er weiß sich genau zu konzentrieren. Er will auch mal bei internationalen Meisterschaften eine Medaille erlaufen. In Zürich vor einem Jahr bei den Europameisterschaften hat es noch nicht geklappt. Ganz schnelle letzte 800 Meter sind sie gelaufen. 1,53, 1,54. Und das nach diesem Anlauf bei wiederum sehr warmen Temperaturen hier an der Wolga. 30 Grad und schwül. Und so sieht es dann also bei den Mannschaften aus. Deutschland ist näher herangerückt nach 22 von 40 Wettbewerben. Der Abstand zu den führenden Russen beträgt nur noch 2 Punkte. Die Zeit ist mehr so eine passable Trainingszeit. Aber Richard, 12 Punkte für Deutschland. Sie sind einer, der diesen Teamgeist ganz hoch hängt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ein tolles Format hier. Die Team-WM, man merkt es richtig im Team. Die Stimmung, die brennt richtig. Gerade nach gestern, als wir von dem 5. Platz wieder vor zum 2. sind, da hat jeder gesagt, morgen, ich muss fürs Team. Wir können die Russen schon wieder schlagen, ja. Das ist echt möglich, in denen hier am Land. Und das war auch mein, sozusagen mein Spiel, dass ich sage, ich will unbedingt vor dem Russen sein. Aber wenn es geht, natürlich gleiche Taktik wie in Braunschweig. Genau das gleiche gewesen. Ich bin zwar noch vor Ziel vorgegangen. Genau das gleiche Gegenwind wieder, die letzten 100. Aber einfach durchgezogen. Nie nach hinten gucken, einfach volle Pulle, was geht. Jetzt Luft schöpfen, um die anderen lautstark anzufeuern. Auf jeden Fall, da gibt es noch einiges zu tun. Danke. Tja, die anderen